Jetzt ist Weihnacht. Einmal tief durchatmen. Was für ein schönes Gefühl, wenn der Vorbereitungsstress von einem abfällt. Nun können wir feiern. Ich hoffe, auch du wirst ein paar ruhige Tage haben. Ich hoffe, auch du kannst es dir gemütlich machen mit Kerzenlicht und Weihnachtsduft. Und wenn du dir Familie oder Freunde eingeladen hast, dann wünsche ich dir, dass ihr zusammen feiern und fröhlich sein könnt. Wir brauchen Momente, in denen wir uns gemeinsam auf das Besondere und Schöne einlassen. Dazu gehören Menschen, die wir lieben, Dinge, die wir genießen, Momente, die uns gut tun. Dietrich Bonhoeffer hat die Einzigartigkeit von Weihnacht einmal so beschrieben. Von der Geburt eines Kindes ist die Rede, nicht von der umwälzenden Tat eines starken Mannes, nicht von der kühnen Entdeckung eines Weisen, nicht von dem frommen Werk eines Heiligen. Die Geburt eines Kindes soll die große Wendung aller Dinge herbeiführen, soll der ganzen Menschheit Heil und Erlösung bringen. Worum sich Könige und Staatsfrauen, Philosophen und Künstlerinnen, Religionsstifter und Sittenlehrerinnen vergeblich bemühten, das geschieht nun durch ein neugeborenes Kind. Wir sind hier auf der Baustelle des Adventhauses in Berlin-Wilmersdorf. Schon 18 Monate wird an diesem Ort hart gearbeitet. Mit Renovieren und neuer Tapete war hier nichts mehr zu machen. Nun wurde abgerissen, entkernt, wurden Fundamente verstärkt, Mauern versetzt. So unfertig, wie es hier aussieht, so unfertig fühle ich mich am Ende dieses Jahres. Ich frage mich stärker als sonst, wie feiert man Weihnachten in einer Welt, die so kaputt ist und sich im Krisenmodus befindet? Das Leben fühlt sich für viele nicht friedlich und nicht gut an. Menschen haben Angst, machen sich Sorgen, sind verletzt, verlieren ihre Heimat, ihr Leben. Die Welt gleicht heute weniger einem Festsaal. Sie fühlt sich eher wie eine riesige, gefährliche Baustelle an. Wie kann man hier feiern? Feiern inmitten von Absperrbändern, Stolperfallen und Warnschildern, auf eigene Gefahr, betreten verboten. Wie sehr sehne ich mich nach einem heilsamen Ort. Festlich, einladend, sicher. Wie sehr sehne ich mich nach heilsamer Zeit. Nach leuchtenden Augen, hüpfenden Herzen, friedlichen Gedanken. Mögen sich in den kommenden Tagen Baustellen zu Festsälen verwandeln. Weihnachten sagt uns, Gottes Schatz hat auf unserer Erde Platz. Gott sagt Ja zu seinen Menschen, ohne Wenn und Aber. Und Gott will bei ihnen sein, egal wo sie sich befinden. Stall und Futterkrippe sind der Beweis. Kein Ort ist ihm fremd. Gottes Schatz verwandelt uns. Er verbindet und ermutigt uns. Menschen stehen auf und finden einen Weg durch die Dunkelheit. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern, so beschreibt es Lukas vor Bethlehem, die Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel zu ihnen und die Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. Die Hirten erschraken. Aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht, hört doch, ich bringe euch eine gute Nachricht von einer großen Freude für alle Menschen. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon der große König David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, das in Windeln gewickelt ist und in einer Krippe liegt. Gottes Schatz hat schon in einer Futterkrippe Platz. Guter Gott, ein Engel wie bei den Hirten täte uns gut. Darum bitte ich dich, sende deine Engel zu denen, die in Kriegsgebieten leben müssen. Zu denen, die in Flüchtlingslagern sind,
in Syrien, Gaza, Griechenland, Italien. Sende deine Engel zu denen, die in Angst leben und bedroht werden. In Israel, im Iran, in der Ukraine oder bei uns in Deutschland. Auch darum bitte ich dich, mach uns selbst zu Engeln, die deinen Schatz verteilen, damit erlebbar werde, du bist ein Gott, der die Menschen sieht. Und ein drittes bitte ich, lehre uns, mit deinen Augen zu sehen, damit wir die Liebe neu entdecken zu unserer Welt und zu unseren Mitmenschen. So kann neu Frieden werden. So erleben wir heilsame Zeit, selbst auf den Baustellen unseres Lebens. In diesem Sinne wünschen wir euch von Herzen gesegnete Weihnachten. Durch Weihnachten segnet uns Gott mit neuer Hoffnung, wo gerade Sorgen und Ängste dich quälen. Mit einem heilsamen Raum, der Geborgenheit und Sicherheit gibt. Mit der Möglichkeit auf Versöhnung, auch zwischen Feinden. Mit dem Mut für die nächsten Schritte im Miteinander. So segne uns unser großartiger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.